BMW X3 Generation 2. Der Mitbegründer der Premium-SUV-Klasse feiert sein zweites Ich. Unverkennbar X3 mit Sicken und Kanten verteilt auf 4,65 Meter Außenlänge. 8 cm mehr als der Vorgänger. Die Front mit großen Nüstern und angespitzten Scheinwerfern. Und auch der Radstand ist gewachsen. 2 cm mehr bedeuten Platz satt in Reihe 2. Innen das gewohnte BMW-Bild, Automatikwählhebel neben iDrive-Knopf, dazu bequeme Sitze hinten und vorn. Unter der Haube 184 Diesel PS, die den X3 auf 210 km/h beschleunigen, der Grundpreis rund 40.000 Euro. Wollen wir mal schauen, wie die 184 Pferde zupacken? Die beschleunigen. Man merkt schon das kurz gespreizte Getriebe, eng gestaffelt. Jetzt Tempo 100. Hat doch ziemlich häufig geschaltet. Man merkt aber dadurch auch, der Beschleunigungseindruck ist ziemlich gut. 8,8 Sekunden, 3/10 langsamer als die Werksangabe. So, dann beschleunigen wir den X3 mal auf 100. Und bremsen. Das wäre jetzt. Also man merkt schon, Bremse beißt richtig zu und Auto steht sehr schnell. Stillstand nach 37,1 Metern. Dann schauen wir mal, wie er sich beim Slalom schlägt. Wir sind auf Sport jetzt beim Fahrwerk. Er lenkt schön ein, sehr agil, lenkt mit dem Heck mit. Auch hier kann man durchaus das Sport im Sport Utility Vehicle gelten lassen. Genau 58 km/h schafft der X3 im Slalom. Wir sind gerade unterwegs mit einem BMW X3, ausgerüstet mit einem 2 Liter Diesel, Turbodieselmotor mit 184 PS. Die 184 PS stehen jetzt gar nicht mal so im Vordergrund beim Turbodiesel, ist es mehr das Drehmoment und davon hat er reichlich. 4 Zylinder Diesel kombiniert mit der optionalen 8-Gang-Automatik, ein Traumpaar. Diese weite Spreizung der 8-Gang-Automatik hilft definitiv bei der Beschleunigung. Viel Leistung, weniger Verbrauch. BMWs effiziente Dynamik mit einem besonderen Baustein. Die Adaption von Start-Stopp-Systemen, die nimmt ja zu und jetzt hat auch der X3 eins bekommen. Im Moment ist es dann kombiniert mit der 8-Gang-Automatik. 5,6 Liter gibt BMW an. Wir haben 8,4 gemessen. Bei vorsichtiger Fahrweise sind auch 7 Liter drin. Als BMW den SUV für sich entdeckt hatte, gerade beim X3, da stand die Sportlichkeit sehr im Vordergrund, also Sports Utility Vehicle. Da hat man das Sport schon vor dem Utility, vor der Nutzbarkeit ein bisschen sehr hoch gefeiert. Und beim zweiten Modell hat BMW da zurückgerudert, hat ihn deutlich komfortabler abgestimmt. BMW bietet beim X3 die dynamische Dämpferkontrolle an. Die kostet vermeintlich viel, 1.100 Euro. Wir haben zwei Dämpferstufen, Komfort und Sport. Sport ist ein bisschen die Härte des Vorgängers. Auf der Komfortstufe, die hier normal heißt, da ist der Komfort deutlich besser als beim Fahrwerk ohne Adaption. Und das ist ein tatsächlicher Komfortgewinn, der mir 1.100 Euro wert wäre. Der Qualitätseindruck in dem neuen X3 ist erstaunlich hoch. Hier hat BMW offensichtlich gelernt. Es gab ja deutliche Kritik an der Qualität des Vorgängers. Der Testwagen hier hat auch noch Holz in Verbindung mit den Aluleisten. Sieht es wirklich sehr hochwertig aus. Und in dieser Klasse gibt es da wenig Besseres. Der neue BMW X3. Mehr Platz und mehr Komfort im Vergleich zum Vorgänger. Dazu eine gute Verarbeitung. Der X3 ist bereit.
für den Ritt durch den Großstadtdschungel.